بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Liebe Schwestern im Islam, das wichtigste Thema ist, oder die wichtigsten Themen, über die wir reden können, ist, dass wir über den Islam reden. Und im Islam das wichtigste Thema ist, dass wir über Tawhid reden. Tawhid, das Wort, was von Wahada Yuwahidu, Tawhiden kommt, was bedeutet eins machen. Oder im Sinne von Allah, wir machen Allah nicht zu eins, sondern Allah ist eins, aber dass wir seine Einheit aufrechterhalten. In unseren Taten, damit meine ich, wenn wir jemanden anbeten, dass wir nur Allah alleine anbeten. Und in den Taten vom Herzen, in dem Glauben, wie wir an Allah glauben, dass wir daran glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums ist. Und dass er nur beschrieben wird mit den vollkommensten Eigenschaften. Und dass er laysa kamithli shay ist, dass ihm nichts gleich ist. Das, was meistens im Koran erwähnt wird und immer wieder betont wird, und dieses, was wir verinnerlichen müssen, ist, dass wir Allah alleine anbeten müssen. Dieses auch der Tawhid, womit die Gesandten gesandt wurden. Und die beste Rechtleitung erhalten wir immer durch Koran und Sunna. Wir haben es heute mit vielen muslimischen Gruppen zu tun, die in die Irre gegangen sind, die irgendwelche Philosophien aufwerfen oder die mit irgendwelchen Worten von der oder jener oder dieser hat gesagt. Wir als Muslime müssen immer wieder zurückkehren zu Call Allah, Call Rasulullah. Und liebe Geschwister, ich möchte euch präsentieren, wie viele Weisheiten man in einem einzigen Hadith, in einer einzigen Aussage vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam finden kann. Es gibt einen Hadith, der von Bukhari und Muslim überliefert wird. Und wenn wir sagen, von Bukhari und Muslim überliefert, das sind die authentischsten Hadith-Sammlungen. Das heißt Muttafaqun alayh. Muttafaqun alayh nennt man einen Hadith, der von Bukhari und Muslim überliefert wird. Und er wird überliefert von Mu'ath ibn Jabal radiyallahu anhu. Mu'ath ibn Jabal ist der Sahabi, der das beste Wissen hat, der Gefährte vom Propheten, der das beste Wissen über Halal und Haram hat. Insgesamt ist der wissendste Sahabi wer? Abu Bakr radiallahu anhu. Es gibt leider einige Muslime heutzutage, die beeinflusst wurden von schiitischen Lügen und einem Hadith, der eigentlich kein Hadith, sondern der falsch ist, wo gesagt wird, dass der Prophet sagt, dass er die Stadt des Wissens ist und dass Ali das Tor dazu wäre. Aber dieser Hadith ist nicht authentisch. Ja? Das würde nämlich heißen, wir haben nur ein Tor zum Wissen und wir können das Wissen nur über Ali radiallahu anhu kriegen. Und Ali radiallahu anhu ist natürlich einer der wissendsten Sahaba. Oder ist ein Sahaba, der großes Wissen hat. Und ist jemand, zu dem wir aufschauen. Und ist jemand, den wir lieben. Und ist jemand, den wir respektieren. Aber es geht hier um die Tatsache. Tatsache ist, er ist nicht der Wissendste ist Abu Bakr. Und As-Sam'ani, der große sunnitische Gelehrte, sagt sogar, dass das ein Ijma ist. Das nur dazu. Aber wie gesagt, für uns ist jedes Wort von einem Sahabi wichtig. Das wollte ich nur mal kurz am Rande erwähnen, weil es leider auch einige Gruppen gibt, die sich zu den Sunniten zählen, die, um sich bei den Schiiten einzuschmeicheln, mit dieser falschen Überlieferung kommen, die keine Grundlage hat. Von Mu'adh ibn Jabal wird überliefert, dass er sagt, Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wa sallam ala himarin. Ich war hinter dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf einem Himar. Und Radif bedeutet, er sitzt mit ihm auf demselben Himar. Was heißt Himar? Himar heißt Esel. Und wie wir es auch schon vorher gemacht haben, werden wir immer die Sprache nachher betrachten. Und ich werde 5 Vokabeln aus dem Hadith herausnehmen, die ihr schon aufschreiben könnt. So könnt ihr gleichzeitig Arabisch und gleichzeitig Wissen vom Islam erhalten. Oder wir gemeinsam, weil ich lerne auch immer dabei. Aber ich werde das ab jetzt am Ende der Dars machen, inshallah. Er war hinter dem Propheten, also er saß mit dem Propheten zusammen auf einem Esel. Was zeigt uns das als erstes? Erstmal, dass er mit dem Propheten auf einem Esel zeigt seine Stellung und zeigt, dass der Prophet unter den Menschen gelebt hat. Er war nicht wie irgendein König, der auf einem Thron saß und der weit weg war von den Menschen,
sondern er war jemand zum Anfassen, jemand, der unter den Menschen gelebt hat, der mit den Menschen geredet hat, der mit, bei den Menschen am Zug eingekauft hat, der Tawadu hatte. Tawadu heißt Demut, der keinen Hochmut hatte, der demütig war, der bescheiden war. Tawadu heißt Bescheidenheit, der auf den Markt selber gegangen ist, der seine Schafe selber gemolken hat, der seine Schuhe selber geflickt hat, der im Haushalt geholfen hat. Aisha radiallahu anha sagt über das Verhalten des Propheten sallallahu alaihi wasallam in zu Hause, sie sagt, kana fi khidmati ahlihi fa idha hadarati salatu kharaja ila salam. Er war im Dienste seiner Familie und wenn das Gebet kam, ging er zum Gebet. Alayhi salatu wassalam, Frieden und Segen auf ihn. So hat er gelebt, dass er mit den unter den Leuten war zum Anfassen. Keiner, der hochmütig war, der irgendwo saß, der gesagt hat, hier, da. Ja, ihr kennt ja, wie im Restaurant, es gibt ja verschiedene Leute. Ne? Es gibt ja einmal den Schüchternen, ne? Schüchterne, der im Restaurant ist, der macht so, hallo. Dann gibt es den Selbstbewussten, der macht so. Dann gibt es den Hochmütigen. Komm mal her, Kellner. Ja, beispielsweise, Spaß am Rande. Natürlich, damals, mir ist nicht bekannt, dass es ein Restaurant gab. Aber der Prophet war bescheiden. Sallallahu alaihi wasallam. Und er sitzt auf einem Esel. Und der Esel, das ist sozusagen das niedrigste Reittier von der Stellung her. Er ist sich also nicht zu stolz, auf so einem Reittier zu sitzen. Dann, was sagt er? Mu'ath ibn Jabal sagt, dass der Prophet zu ihm gesagt hat, فَقَالَ لِي يَا مُعَاث O Mu'ath, O Mu'ath, أَتَدْرِي مَحَقُّ اللَّهِ عَالِ عِبَادِ وَمَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ O Mu'ath, weißt du, was das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern ist und was das Recht der Diener gegenüber Allah ist? Was erkennen wir hier dran? Hier sehen wir erstmal, dass der Prophet bei seinem Lehren, das heißt, wenn er Menschen etwas beigebracht hat, Fragen verwendet hat. Und hier steckt eine große Weisheit hinter. Denn wenn man jemand etwas fragt, dann wird er erstmal aufmerksamer werden. Er fragt ihn erstmal. Wenn man zum Beispiel der Prophet hätte beispielsweise auch einfach sagen können, das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern ist das und das Recht der Diener gegenüber Allah ist dieses oder jenes. Aber er stellt zuerst die Frage und ihr merkt selber, man wird dadurch aufmerksam. Und das ist eine Technik, wie man die Leute aufmerksam macht. Zum Beispiel bei Vorträgen, wenn man einen Vortrag gibt in einer Moschee und man stellt immer zwischendurch die Frage, warum, weshalb, dies, das. Es ist, als wenn man die Leute wach macht, als wenn man die Leute wachrüttelt. Ich kenne, es gibt zum Beispiel den großen Scheich aus Saudi-Arabien, Rahimahullah, der gestorben ist, Scheich Uthaymin. Wenn man ihn hört, er stellt immer Fragen bei seinen Unterrichten. Was heißt dies, was heißt das, was heißt das, was heißt dies? Ja? Natürlich in so einem Unterricht, wo mehrere Leute sitzen, ist es noch effektiver. Ja, ich meine, hier ist der Prophet alleine mit Mu'adh ibn Jabal, weil dann hat jeder Angst, gefragt zu werden. Wenn er zum Beispiel gerade etwas gesagt hat und dann wiederholt er das, komm, sag mal, was war das? Dann sind die Leute richtig aufmerksam. Das ist eine Methode. Also es ist eine Lehrmethode des Propheten Muhammad SAW. Was sagt Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu darauf? Er sagt, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Er sagt, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Und dies ist der Adab, das Benehmen von dem Talib al-Ilm. Dass er sagt, Allahu a'lam. Ja. Oder Allahu wa Rasuluhu a'lam. Weiß es am besten. Wenn er keine Antwort darauf weiß. Und wir sollten auch dieses Wort sehr oft sagen. Es gibt leider einige Leute, ihnen werden einige Fragen gestellt. Und sie denken, sie wissen auf alles eine Antwort über den Islam. Sie kriegen eine Frage gestellt. Beispielsweise, ich habe den und den Beruf, haram. Aber man muss immer detailliert in die Sache hineingehen. Weil es kann zum Beispiel sein, dass in einer bestimmten Situation ein anderes Urteil auf dieselbe Sache eintrifft. Zum Beispiel, jemand
fragt. Und deswegen ist es auch immer wichtig, die Frage richtig zu formulieren. Ist es erlaubt, eine Frau, die nicht mit einem verwandt ist, ja, oder das sowieso nicht, mit der man nicht verheiratet ist, ihre Geschlechtsteile zu sehen? Ist es erlaubt? Da wird jeder sagen, haram, natürlich. Oder sagen wir mal nicht die Geschlechtsteile, sagen wir, ist es erlaubt, bei einer Frau, die nicht die Ehefrau ist, auf dem Bauchnabel anzusehen? Dann wird man sagen sofort, haram, wenn die Frage so formuliert ist. Aber hier fragt vielleicht jemand nach einer Situation, wo eine Frau gerade einen Autounfall hatte, ja, und der Arzt kommt gerade zur Notoperation und muss den Bauch aufschneiden, weil sie festgestellt haben, dass dort eine Ader geplatzt ist oder irgendetwas anderes. Deswegen ist es wichtig, das habe ich auch des Öfteren gemerkt, uns werden Fragen gestellt, aber die Fragen werden nicht richtig formuliert. Wenn jemand so fragt, ist es erlaubt, auf eine Frau den Bauchnabel, von einer Frau den Bauchnabel zu sehen, mit der man nicht verheiratet ist, dann sagt man sofort, nee, haram. Aber in dieser bestimmten Situation, der Arzt kommt zum Notfallort, die Frau ist in Lebensgefahr, natürlich ist es erlaubt für ihn, diese betreffende Stelle aufzumachen, beispielsweise. Deswegen ist es immer wichtig, dass man die Fragen richtig formuliert und für den, der eine Fatwa gibt, dass er lieber sagt, ich weiß es nicht. Weil es gibt es öfteren, das war gerade ein banales Beispiel, es gibt es öfteren bestimmte Faktoren, die eine Sache kompliziert machen. Und ich sehe leider auch oft Leute, die Hadithe benutzen und auf Sachen anwenden, um eine Fatwa zu geben, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Und das ist sehr traurig. Und deswegen muss man wirklich sehr vorsichtig sein in dieser Sache. Jedenfalls sagt er Allahu wa Rasulu alam. Eine andere Frage, die sich stellt, ist, er sagt Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Oder wissen es besser. Da wird vielleicht der eine oder andere sagen, ist das nicht Schirk? Da wird vielleicht der eine oder andere sagen, hat der Prophet nicht gesagt, als jemand zu ihm gesagt hat, das, was Allah will und das, was du willst, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht darauf gesagt, hast du mich zu einem Rivalen, zu einem Partner neben Allah gemacht? Nein, sagt er, hast du mich zu einem Partner neben Allah gemacht? Was Allah alleine will, sage, was Allah will und dann, was du willst. Weil der Wille von Allah die eigentliche Priorität ist. Wir machen das nicht in erster Linie für den Willen vom Propheten. Und wenn wir sagen, wow, dann ist es gleich. Dann ist es, als wenn es eine Gleichheit ist. Aber hier ist es etwas anderes. Hier geht es um das Wissen von Scharia-Teilen. Und hier weiß der Prophet besser als du und besser als ich und besser als irgendjemand, wenn es um Scharia-Sachen geht. Das heißt, wenn wir fragen, wenn ich bete, muss ich dann bei dem Gebet auf die Stelle des Sujud gucken oder muss ich zur Decke gucken? Und du weißt die Antwort nicht. Natürlich, wir müssen auf die Stelle des Sujud gucken, im Stehen, außer bei dem Teschahud. Aber wenn du jetzt sagst, also das ist natürlich die richtige Antwort, aber wenn du es jetzt nicht weißt, was sagst du dann? Dann kannst du sagen, Allahu wa Rasulu a'lam. Denn der Prophet weiß dies auch und ist wissender als du. Aber wenn es jetzt darum geht, gibt es morgen Regen oder gibt es nächste Woche Regen oder gewinnt Deutschland die Fußball-WM ja, 2010, dann sagt man niemals Allahu wa Rasulu a'lam. Denn der Prophet weiß es auch nicht, das ist eine Sache von Ilm al-Ghaib. Dann sagt man nur Allahu a'lam. Hieran sieht man, liebe Brüder und Schwestern, wie viel Weisheit man aus einem Hadith herausbekommen kann. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern ist, dass man ihn alleine dient, dass sie ihn alleine dienen und keinen Schirk begehen, ihm gegen keinen Rivalen, niemanden beigesellen. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen das Wort Schirk. Ja?
Yushriku kommt von Schirk, dass man Schirk begeht. Und jeder weiß, jeder Muslim weiß, dass das Gegenteil von Schirk Tauhid ist. Und jeder Muslim weiß, dass Tauhid die erste Pflicht ist. Und hier, also, das heißt, Tauhid steht entgegengesetzt von Schirk. Tauhid ist auf der einen Seite, Schirk ist auf der anderen Seite. Jetzt, was benutzt Allah, benutzt der Prophet hier für Tauhid? Weil wir haben Schirk auf der einen Seite, Yushriku bi shay'in, und auf der anderen Seite sagt er, ayya'buduhu, dass sie Allah dient. Und zwar Allah alleine dient. Das heißt, der Schirk ist es, Allah jemandem beizugesellen, jemand anderen Ibadah-Taten zu widmen, außer Allah. Und das ist, was viele Leute nicht verstanden haben. Viele Leute denken heute, Schirk wäre, dass man daran glaubt, dass es einen anderen Schöpfer, Lenker, Herrscher gibt, außer Allah. Aber in diesem Hadith wird nochmal und noch und nöcher und in vielen anderen Hadithen und vielen Ayats wird klar, dass der Schirk, der in den meisten Fällen erwähnt wird und der Schirk, vor dem die Gesandten gewarnt haben, der Schirk der Ibadah ist, dass man jemand anderen eine gottesdienstliche Tat widmet. Und das ist das, was viele nicht wissen. Ich erkläre es nochmal, damit man es versteht. Allah, der Prophet, sagt, an ya'buduhu, das heißt, dass er ihm dient, kommt von Ibadah, wa la yushriku bihi shay'a, dass er ihm dient und keinem Schirk ihm gegenüber gibt. Was ist das Gegenteil von Schirk? Tauhid. Das heißt, Tauhid ist es, Allah alleine anzubeten. Und der Schirk ist gemeint, der Schirk in der Ibadah. Okay? Ansonsten würde er sagen, an yataqidu annahu la khaliq razik wa la mudabbir illallah. Ansonsten, wa la yushriku bi shay'a. Dann würde er sagen, also er würde sagen, an yataqida annallahu al raziku khaliq al mudabbir, also dass Allah der Versorger, der Schöpfer und der Lenker ist und dass er ihm keinen Schirk gegenüber gibt. Aber was sagt er? Dass er ihn alleine dient und ihm gegenüber keinen Schirk gibt. Dann sagt er, وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, dass man, dass er nicht, und das Recht der Diener gegenüber Allah ist, dass er niemanden bestraft, der ihm gegenüber keinen Schirk begeht. Keinen Schirk. Dann sagt, und hier muss man festhalten, da fragt sich jemand, hat der Mensch Allah gegenüber ein Recht? Und hat Allah gegenüber dem Menschen eine Pflicht? Dann sagen wir ja. Die Pflicht, die Allah sich selber auferlegt hat. Und das Recht, das Allah den Menschen über Allah gegeben hat. Ganz einfach. Dann sagt Mu'adh ibn Jabal, أَفَلَا أُبَشِّرُوا النَّاسِ, soll ich den Menschen keine frohe Botschaft geben? Dann sagt er, لَا تُبَشِّرُوا فَيَتَقِلُوا. Das heißt, er sagt dann danach, also er sagt, أَفَلَا أُبَشِّرُوا النَّاسِ, soll ich den Menschen keine frohe Botschaft geben? Dann sagt der Prophet, gebt ihnen keine frohe Botschaft, also لَا تُبَشِّرُهُمْ, gebt ihnen keine frohe Botschaft, فَيَتَقِلُوا. Das ist Fayattaqilu, ja. Das heißt, gebt ihnen keine frohe Botschaft, weil sonst werden die sich darauf verlassen und werden die Taten werden sie lassen. Die werden also von den Taten Abstand nehmen. Hier haben wir noch einige Weisheiten drin, die sehr wichtig sind zu bemerken. Man sieht hier, dass der Prophet Mu'adh ibn Jabal diese Aussage, diesen Hadith genannt hat, aber hat gesagt, er soll es keinem anderen erzählen. Und dann werden einige sagen, siehst du, manche Sachen sind nur für eine bestimmte Gruppe. Ja, weil es gibt so verschiedene Sekten, ja, die behaupten, wir haben unseren Scheich, der eine geheime Kette zum Propheten hat. Und wenn du zum Propheten kommen willst, es gibt bei uns eine geheime Botschaft. Aber hier schauen wir erstmal, hat diese Botschaft, die er Mu'adh ibn Jabal gegeben hat, ist das irgendeine Ibadah-Tat, die er keinem anderen beibringt? Nein. Weil die wollen erzählen, es gibt bestimmte Dhikr, die darf der eine machen, der andere nicht machen. Was absoluter Schwachsinn ist. Erstens, das ist schon mal nicht der Fall. Zweitens,
Diese Botschaft ist sowieso im eigentlichen Sinne klar. Du weißt von vornherein, jeder Mensch weiß, es bleibt also keinem vorenthalten, dass er keinen Schirr begehen darf und dass er Allah alleine dienen darf. Das kommt aus dem Koran tausendfach hervor. Das Einzige, was vielleicht für einige Menschen dazu führen könnte, dass sie dann die Taten lassen. Das ist das Problem, dass sie denken, ach ja, wenn ich einfach so lebe, dann reicht das schon. Deswegen, das hat er gelassen, aber nicht die Botschaft, dass man Allah alleine dienen soll und keinen Schirr begehen darf. Weil selbst wenn du nicht weißt, was danach auf dich zukommt, ja. Du weißt ja, dass du ins Paradies gehen wirst, weißt du sowieso, wenn du Ibadah alleine Allah widmest und keinen Schirk begehst, aus dem Koran heraus. Zweitens ist es möglich, dass dies am Anfang der Botschaft gewesen wäre und am Ende sowieso klar war. Drittens sehen wir, dass Mu'adh ibn Jabal dies am Ende seines Lebens erzählt hat, weil er Angst hatte, etwas vom Wissen für sich zu verheimlichen. Und das ist die Botschaft der Sache. Es gibt sicherlich noch viele Weisheiten in diesem Hadith. Man sieht auch noch etwas anderes, dass der Mensch immer zwischen zwei Extremen lebt. Ja? Und leider viele von uns haben dieses Problem. Der eine, der sagt, Allah Ghafur Rahim, Allah ist vergebend, barmherzig, kein Problem. Der geht ins Bordell, der geht in die Disco, der säuft sich ein, der kifft wie der Weltmeister. Ja? Und der sagt, Allah wird mir schon vergeben. Und das ist das Problem, wie es hier erläutert wird. Ja? So einem Menschen nützt es nichts, wenn man zu ihm sagt, Allah ist Ghafur Rahim. So, dem muss man warnen, muss man sagen, hier, wenn du so stirbst, dann hast du ein Problem. Allah droht dir mit der Hölle und so weiter und so fort. Allah droht denjenigen, die Strafen begehen, mit der Hölle. Ja? Und andere Menschen gibt es, die schlechte Taten gemacht haben, die sagen, Allah wird mir sowieso nicht vergeben. Deswegen sagt Imam Ahmed ibn Hanbal, يَنْبَرِ أَنْ يَكُونَ سَائِرًا إِلَى اللَّهِ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ فَإِنْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا حَلَكَ صَاحِبُهُ. Okay, Makwal. Also Ahmed ibn Hanbal sagt, es ist notwendig, dass derjenige, der sich auf dem Weg zu Allah begibt, das heißt, der Weg zu Allah ist unser Leben, sinngemäß, das heißt, du bist jetzt auf dem Weg zu Allah, dass er zwischen Raja, zwischen Hoffnung und zwischen Angst lebt. Und wenn eins davon überwiegt, dann ist derjenige, der der Besitzer von dieser einen Sache ist, zum Beispiel Hoffnung oder Angst, vernichtet. Der eine, der zu viel Angst hat, der sagt, Allah wird mir sowieso, nein, ich habe keine Chance, der wird die Taten lassen. Der andere, der sagt, Allah wird mir sowieso vergeben, der wird die Taten lassen und beide sind vernichtet. Deswegen muss man eine gesunde Mischung haben zwischen Raja, Hoffnung und Angst. Und auch in der Dawah muss man die richtige Mischung haben. Wenn wir es mit jemandem zu tun haben, der sagt, ach ja, Allah wird mir schon vergeben, dann sagen wir ihm, das heißt, wir sind dann wie die Apotheker, die aus dem Koran die richtige Medizin, den richtigen Vers für ihn bringen. Ja? Zum Beispiel jemand sagt, ach, Allah wird mir schon vergeben, dann bringen wir ihm den Vers, wo Allah sagt, فَمَنْ يَعْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Wer sich Allah und dem Gesandten widersetzt, ungehorsam ist, für den ist dieses Höllenfeuer, wo er ewig bleiben wird, für alle Ewigkeit. Ja. Und wenn wir jemanden haben, der sagt, oh, ich lebe so in Sünden, ich schaffe es nicht und ich bin zu schlecht und ich kann das nicht, und weil diese Fälle gibt es, dann sagen wir zu ihm, La taqnatu min rahmatillah. So wie Allah im Koran sagt, Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunub jami'a. Innahu huwa al-ghafuru rahim. O ihr meine Diener, die euch selber Unrecht angetan habt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Allah vergibt alle Sünden, er ist der Allerbarmer, der Vergebene. Er ist der Vergebene und der Erbarmer, der Barmherzige. Subhanallah. Diese Sachen muss man festhalten. Dann noch etwas. Warum fragt Mu'adh ibn Jabal? Und hieran seht ihr bitte, deswegen sage ich immer, man muss sich mit Hadithen und Ayats beschäftigen. Mu'adh ibn Jabal sagt, أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسِ. Soll ich den Menschen keine Vorbotschaft geben? Ja,
Das heißt, dass es erwünscht ist, den Muslimen frohe Botschaft zu geben. Deswegen ist es so, dass sie sich freuen. Man soll dies nur nicht machen, um selber damit anzugeben. Wenn man zum Beispiel, wenn zum Beispiel jemand den Islam annimmt, das ist etwas, was die Muslime freut. Und das ist etwas, was sie motiviert. Deswegen ist das gut, wenn man solche Sachen aufnimmt und ins Internet stellt. Damit die Muslime sich freuen, damit man sagt, guck mal, da ist schon wieder einer Muslim geworden. Wieder einer mehr. Bald gibt es keine Kuffar mehr in Deutschland. Jeden Tag wird jemand Muslim, Alhamdulillah, Inshallah. Okay, Bruder und Schwestern, das war meine Botschaft. Jetzt noch zu 5 Vokabeln. Wir haben gesagt, wir machen jedes Mal 5 Vokabeln. Weil wenn man wirklich jeden Tag 5 Vokabeln lernt und wir versuchen das Inshallah ein Jahr durchzuziehen, so gut wir können, ja, dann hat man am Ende von einem Jahr weit über 1500 Vokabeln und man braucht ungefähr 2000 Vokabeln, um eine Sprache zu beherrschen. Also die erste Vokabel, die ich erwähnen will, ist das Wort Kuntu. Das Wort, womit der Hadith anfängt, weil das eine sehr wichtige Vokabel ist. Ja, Kuntu. Und ich habe euch gesagt, wenn ihr ein Verb lernt, lernt immer die dritte Person Plural und die dritte Person, die dritte Person Singular, Vergangenheit und die dritte Person Singular, Imperfekt. Ja? Also, das ist Kana im Perfekt und im Imperfekt Yakunu. Ja? Kana, Yakunu. Kana heißt, er war, Yakunu heißt, er ist. Und dieses Wort Kana wird eigentlich meistens in der Vergangenheitsform benutzt. Ja? Das heißt, ich war heißt Kuntu. Du warst, du Mann, du Mustafa warst, Kunta. Dann du Frau Fatima warst, Kunti. Dann, er war, Kana, hatten wir schon. Dann, sie war, Kanat, sie war. Dann, ihr beide wart, Kuntuma, ihr beide. Dann, die beiden, wenn es zwei Männer sind oder ein Mann, eine Frau, Kana, mit langem A, ja. So. Dann, wenn es zwei Frauen sind, Kanata, dann, wenn es wir waren, Kunna, Kunna, am Ende lang sprechen. Ich mache das extra etwas, ich betone das etwas, damit man nachher den Unterschied sieht. Dann, wenn wir sagen, ihr wart, Männer oder eine Gruppe mit Männern und Frauen, Kuntum, wenn es eine Gruppe nur von Frauen ist, Kuntuna. Dann, wie gesagt, wenn es zwei sind, Kuntuma, habe ich schon gesagt. Dann, wenn es mehrere sind, Kanu, es mehrere sind, sie waren. Und wenn es mehrere Frauen sind, Kunna. Ihr seht den Unterschied, Kunna und Kunna. Kunna, Kunna. Ja? Kunna heißt, wir waren und Kunna heißt, sie waren Frauen. Okay, das dazu, das ist eher die erste Vokabel. Dann ein Nabi heißt der Prophet. Und das Nun, N, gehört wieder zu den Huruf Shamsiyah. Das heißt, wir sagen nicht Al-Nabi, sondern wir vermixen sozusagen das L mit dem N und sagen An-Nabi. Ja? An-Nabi, der Prophet. Und dann, das ist die zweite Vokabel, An-Nabi, Mehrzahl von Nabi, Anbiya oder Nabiyun. Aber meistens wird Anbiya verwendet, ja. Aber Nabiyun versteht man auch in der arabischen Sprache, ja. Dann, das nächste ist, A'la heißt auf. A'la. A'la Himarin, auf einem Esel. Himar heißt Esel. Himar heißt Esel. So, das war jetzt, wie schon gesagt, Kana, Yakunu, dann Nabi, dann A'la, ja, dann Himar, das war das, die vierte Vokabel. Faqalali, das Wort Qala, sehr wichtig. Qala, er hat gesagt. Yakulu, er sagt. Ja. Kultu, ich habe gesagt. Kulta, du hast gesagt. Diese Sache muss man auswählen, das ist ein sehr wichtiges Wort. Kulti, du,
wenn seine Frau es hat gesagt. Das ist immer die Endung bei du, kulti oder kulta. Für einen Mann kulta, tu. Für eine Frau kulti. Für mich kultu. Dann er hat gesagt kala. Dann sie hat gesagt kalet. Ja. Dann wir haben gesagt kulna. Dann die beiden haben gesagt kala, kala. Dann die beiden, wenn es Frauen sind, kalata. Ja. Dann ihr habt gesagt kultum. Ihr zwei habt gesagt kultuma. Ihr Frauen habt gesagt kultuna. Dann sie, die Männer, eine Gruppe von Männern oder eine Gruppe von Mix mit Männern und Frauen, kalu. Oder eine Gruppe von Frauen, kulna. Ja, wenn es eine Gruppe von Frauen ist, sie haben gesagt, kulna. Das dazu, damit wir das Verb auch durch haben. Und da haben wir wieder 5 Vokabeln gelernt. Und wenn ihr das immer durchgeht und auswendig lernt, inshallah, wird man mit der Zeit, nur eine Sprache zu erlernen, ist immer ein Step-by-Step-Schritt. Man geht immer, jeden Tag immer etwas weiter. Und zu mir hat mal ein Arabischlehrer gesagt, er hat zu mir gesagt, oder nicht zu mir, sondern zu der ganzen Klasse, lern jeden Tag 5 Vokabeln. Nicht 4 und nicht 6, 5. Warum hat er das gesagt? Weil wenn man zu wenig lernt, ist auch nicht gut. Und 5 ist schon eine gute Menge. Und wenn man zu viel lernt, natürlich kann man auch mehr lernen. Aber es nützt nichts, wenn man sich vornimmt, jeden Tag 20 Vokabeln zu lernen. Und dann wird man mit der Zeit müde. Das ist die Erfahrung, die man gemacht hat. Man fängt an zu lernen und dann auf einmal nach einer längeren Zeit hat man keine Lust mehr, sagt, ach ja, komm, dann lerne ich morgen 40 Vokabeln und dann hört man auf einmal ganz auf. Lieber kontinuierlich, immer jeden Tag ein bisschen, jeden Tag 5 Vokabeln. Und dann macht man inshallah große Fortschritte. Das ist die Botschaft für heute. Möge Allah uns Wissen geben und das, was wir gehört haben, nützlich für uns machen und sich Ikhlas geben unseren Taten und Worten. Ich bedanke mich bei euch. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.